Seid ihr bereit für das Duell mit dem Koloss Regigigas? Nun, ich bin das auf jeden Fall und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rumble U. Wie wir schon gesehen haben, Regigigas ist unser nächster großer Gegner und unsere momentan stärksten Pokémon sind Kikli und Nocturne. Beide mit relativ guten Attacken. Wen nehme ich denn mal jetzt am besten? Kikli oder Nocturne? Ich war irgendwie immer eher ein Fan von Nocturne. Kikli kann aber ruhig an zweiter Stelle mitkommen. Und mal gucken, was Noctuska kann. Tiefschlag und Delegator. Meinetwegen. Aber Letherking werde ich mal eher nicht mitnehmen. Stattdessen nehmen wir lieber den Rabigator. Den Rabigator. Er wurde aus der Zukunft geschickt, um uns alle aufzuhalten. Aufzuhalten vor was? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass wir den Koloss innerhalb des Zeitlimits besiegen müssen. Das ist unsere einzige Mission. Das einzige, worauf wir achten müssen. Wow, und Nocturne kann richtig schnell links, rechts austeilen. Huzza! Dark Golgante ist keine Chance. Okay, die andere Attacke ist wieder so ein seltsamer Sprungangriff und es zeigt sich schon der Endgegner. Hier kommt er angeflogen, der riesige, schwere Regigigas! Kolossal! Kolossal, ach, das erinnert mich an Pokémon Kolosseum. So ein schönes Spiel. Wenn wir doch nur einen weiteren Nachfolger bekommen würden. Schreibt es, wer von euch ist für ein weiteres Pokémon Kolosseum? Ich wäre auf jeden Fall dafür. Die Wii U braucht mehr Pokémon-Spiele. Und ich gehe mal lieber ein bisschen auf das Heilfeld. Nicht in das Pflanzenfeld. Okay, die anderen Regi-Pokémon wuseln da auch noch ein bisschen mit rum. Wo bin ich eigentlich? Ich habe gerade so ein bisschen den Überblick wieder verloren. Nun gut, die Rakete lässt sich nicht ausschalten, aber warum sind da zwei Regis? Oder Regeis, je nachdem wie man es ausspricht. Ich gehe lieber in Deckung. Meine Teamkameraden sind auch schon fast wieder besiegt. Au, prügel mich nicht. Gorgantes, schäm dich, nicht auf mich einschlagen. Oh yeah, jetzt schnapp ich mir die Meisterkapsel und werf sie auf Regigigas. Oder auch nicht, ich bin eingefroren. Leute, killt Regigigas nicht, ich will ihn fangen. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Scheiße, ich bin tot. Für 2000 Poke wiederbeleben, jederzeit doch. Diese Chance, Regigigas zu fangen, werde ich nicht einfach verfliegen lassen. Scheiße, kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn! Oh mein Gott, ich habe es gerade noch geschafft und ich habe nur noch einen magischen Pixel an HP übrig. Und nicht Golgantes, Regigigas kommt mit. Oh yeah! Das war verdammt knapp, das möchte ich nicht nochmal durchstehen müssen. Und wir haben nur noch 3,70 Sekunden übrig gehabt. Rettungen. Rabigator, warum prügelst du auf mich ein? Du hast wohl nicht mehr aufs Maul gekriegt lange genug, hä? Nimm das und das und das und das. Wir spielen jetzt eine Runde Punch-Out mit deiner Rübe. So, die CPU hat den Kampf für uns beendet, sonst wäre das ewig weitergegangen. So, und Regigigas ist auch das einzige Pokémon, was wir mitnehmen konnten. Und ich würde mal alles darauf verwetten, dass es unser momentan stärkstes Pokémon ist. So, als nächstes steht an der Großputz auf der Bühne. Denn bevor hier das große Konzert stattfindet, muss die Bühne natürlich nochmal blitzeblank sauber gemacht werden. Ach, und da ist unser Regigigas. Schaut es euch an mit dem Quetschgriff. Das klingt sehr schmerzvoll. Setzen wir es ein. Genauso wie Kikli. Nocturne. Und Noctuska. Und, oh, Bruder, was ist das denn für ein Mistwetter hier? Und so viele Giftfelder, das sieht gar nicht gesund aus. Und hier soll das große Konzert stattfinden, na, ich weiß ja nicht.
Okay, zumindest kommt Regigigas hier direkt in Form. Ich meine, in den Pokémon-Editionen war es ja so, dass Regigigas eine ganze Weile brauchte, bis er seine richtige Geschwindigkeit einsetzen konnte. Ich meine, das war so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wie ich schon in den Kommentaren ab und zu mal gesagt habe, ich spiele die Haupt-Pokémon-Spiele leider bei weit nicht mehr so intensiv wie damals. Ich bin mittlerweile eher ein Fan der Spin-Offs wie Mystery Dungeon oder Rumble. Und was geht ab, so viele Gift-Pokémon hier? Antipattacke aktiviert! Okay, die Raketen muss ich von alleine ausschalten, also von selbst mit meiner Faust. Und Achtung, Achtung, großer Endgegner kommt angeflogen. Es ist... Ich habe seinen Namen vergessen. Genau, Krüppuck. Es lag mir auf der Zunge. Das verbotene Pokémon. Warum ist es verboten? Egal, ich werde es auf jeden Fall einfangen. Oh, da ist irgendjemand schwer vergiftet. Wer ist hier schwer vergiftet? Ich bin auf jeden Fall auch vergiftet. Verdammt. Skuntank, lass uns in Ruhe, du Penner. Ich gehe mal lieber ein bisschen auf Distanz und lasse meine Teamkollegen die ganze Arbeit machen. Oh, da kommt ein Skuntank mit einem Bonbon. Das werde ich ihm mal ganz schnell abnehmen. Das kann ich nämlich viel dringender gebrauchen. Komm schon, Krüppuck. You must go down. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, ich habe Geld verloren. Wer hat mir mein Geld weggenommen? Und ein Schlag noch und ich glaube, das war Kikli. So, Nocturne, dich beleben wir mal wieder, auch wenn es jetzt nicht mehr wirklich Sinn macht. Würdest du das mal... Leute, warum greift ihr mich an? Was habt ihr alle für eine Einstellung, Leute? Also ernsthaft? Und Ratutox, du, Flor, Giflor, Smogmox, Smogmox, Slimer, Slimox, Skunkapu, Krippuck, 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 Krippuck. So, jetzt wo wir den Großputz erledigt haben, kann das Konzert mit Krawall ja beginnen. Und auf Krawall bin ich natürlich immer gebürstet. Haha. Da Regigigas sich so gut bewährt hat, setzen wir es doch nochmal ein. Giflor mit Gigasauger. Ja, Pokémon, die sich heilen können, sind natürlich immer besonders praktisch. Und der riesige Kothaufen Slimog kann auch mitkommen. Yay, let's party! Das ist doch mal eine Bühne hier. Disco Fever in der Welt der Pokémon, oder? So, und Regigigas bockt sich entschlossen durch. Er kann es schaffen. Er hat die Macht, alle Pokémon mit seiner Faust auszuschalten. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger vorgehen, denn ich habe schon ganz schön was kassiert. Oh, da ist wieder so ein Bouncefeld, an dem ich nicht vorbeikomme. Ich nenne es jetzt einfach mal Bouncefeld, weil ich immer von da weggebounced werde. Und Antipkraft aktiviert! Ach, das ist so schön, ich muss nichts großartig machen, ich muss nichts großartig sagen, aber leider ist die Antipkraft schon wieder vorbei. Und es haben sich hier mehr als genug Raketen aufgestellt. Und ich bin gelähmt, jetzt nicht mehr. Was los, so viele pädophile Traumatos hier unterwegs? Und ich bin verwirrt, und ich bin schlafend, was denn noch alles? Verwirrt, schlafend, vergiftet? Reicht es nicht, wenn ich eine Statusveränderung habe? Regigigas, beweg dich mal weg da, das ist gerade ein bisschen schwierig. So, ab auf das Heilfeld und erstmal ein bisschen entspannen. Au, nee, zum Entspannen ist keine Zeit, die Hypnos machen mir unnötig das Leben schwer.
Und da ist ein mega fettes Relaxo. Sogar 4 mega fette Relaxo, sogar 5 sogar. Okay, das ist mir ein bisschen zu viel geworden. Plimper! Dein Einsatz! Zeig, was du kannst! Glaub mir, ich würde noch viel mehr von diesen NFC-Figuren einsetzen, wenn ich mehr davon hätte, aber ich habe nur dieses eine Plimper. Und Relaxo hat mich paralysiert. Ah, Regigigas! Lauf! Lauf! Lauf in dein Leben! Sammel das Bonbon ein! Nein! Besiegt! Regigigas geht down! Lässt sich aber locker für 2000 Poke wiederbeleben. Und wer hat mich vergiftet? Oh, ich habe Antriebskraft. Sehr schön. Habe ich gar nicht gemerkt. So, Leute, jetzt sollten wir uns mal daran setzen, diese verfluchten Relaxos zu besiegen. Okay, wer ist Kikli schon wieder besiegt? Sehr schön. Ein Relaxo ist noch da. Oh nein, Rigi, lauf, 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 lauf. Stell dich auf das Heilfeld. Wo sind denn hier noch Pokémon? Hallo? Ach, da sind noch ein paar Glibunkels. Die habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt zeigt sich die Konzertgeberin. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Meloetta heißt sie, glaube ich. Genau, Meloetta. Gesangsform. Oh, die möchte ich eigentlich mit dem Meisterball hier fangen. Aber schaut euch das Getümmel an. Ganz viele Krawumms sind aufgetaucht. Wenn ich jetzt nur die Antippskraft hätte. Kikli ist schon wieder besiegt. Slimog und Giflo haben noch ganz gut KP. Mensch, Leute, geht weg. Ich will Meloetta fangen. Und es hat seine Form geändert. Oder ihre Form. Sie hat ihre Form geändert. Ich nehme mal an, dass sie weiblich ist. So, dann will ich jetzt mal diesen hübschen Meisterball auf dich werfen. Wenn du mal so ein bisschen aus dem Getümmel da rauskommst, dann wäre das auch machbar. Aber meine Teamkollegen machen ganz gute Arbeit. So. Getroffen. Jetzt muss ich sie nur noch besiegen. Komm, Krakelo und Krabums, ihr müsst weg, ihr stört. Ich nutze mal den Moment und belebe Kikli wieder. Und irgendwer hat Meloetta getötet. Ich war's nicht. Aber egal, sie kommt mit uns. Und was geht ab? Giflo hat mehr Münzen gesammelt als ich. Das darf doch nicht wahr sein. So, das habe ich mal jetzt eben korrigiert mit den Münzen. So, wieder Fettbonis abkassiert. Das macht sich besonders gut auf unserem Punktekonto. Wir haben Strepoli, 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 Hypno, Glibunkel, Toxiquark, Krawumms und Meloetta. Ich muss zugeben, ich habe kein Meloetta auf irgendeiner meiner Pokémon-Editionen. Leider nicht, leider, leider. Und ein weiteres Mal zeigt sich das mysteriöse Pokémon verborgen im Schatten. Offenbar habe ich sie unterschätzt. Also gut, dann werde ich eben im Pokémon-Laden auf sie warten. Ja, den Pokémon-Laden haben wir ja jetzt fast erreicht. Es warten nicht mehr viele Stages auf uns. Blub.
Und sieh an, wir sind im Pokémon-Laden angekommen, im Eingang. Und hört ihr das? Noch mehr Pokémon-Channel-Musik, die recycelt wurde. Immerhin ein ganz nettes Stück. Ein netter Track. Und man sieht, jetzt wird's ernst. Wir sind im Pokémon-Laden angekommen, aber noch lange nicht wirklich am Ziel. Ihr habt es also bis hierher geschafft. Nicht schlecht. Wow! Aber ich lasse nicht zu, dass ihr als Neuheiten verkauft werdet. Nur auserwählte Spielfiguren werden im Pokémon-Laden aufgestellt. Ach ja, ich denke mal, wir haben uns bisher mehr als würdig erwiesen, verkauft zu werden. Und das werden wir dir noch zeigen. Als nächstes steht an das schicksalhafte Duell. Und Meloetta ist unser stärkstes Pokémon mit Urgesang und Zuflucht. Ich habe keine Ahnung, was diese beiden Attacken können, aber wir werden es bald sehen. Und machen wir uns bereit für ein schicksalhaftes Duell. Duell. Okay, Sengo und Vipitas, die beiden kommen ja bekannterweise besonders gut miteinander aus. Und Meloetta hat ihre Form geändert, ich weiß nicht warum, aber sie hat es irgendwie gemacht. Oh, und ein riesiges Karaborn greift an. Leute, geht in Deckung, es greift mit seinem riesigen Horn an. Und schließt sich uns prompt an. So, da fällt gleich eine weitere Meisterkapsel vom Himmel. Für wen nehme ich die denn mal? Ah, Amoroso. Amoroso, ich will dich fangen. Dankeschön. So, ich würde mal sagen, es ist Zeit für die Antippkraft. Oh, und da sind Vesprit, Self und Tobutz, das legendäre Trio. Auch bekannt aus Mystery Dungeon. Und wir haben eines der drei eingesammelt. Ich weiß jetzt nur nicht welches. Und hier kommt ein riesiger Bär angeflogen. Er ist nicht zum Knuddeln, er ist nicht zum Liebhaben. Es ist Ursaring, der Schläfer. Dann werden wir ihn mal in den Schlaf schicken. Aber zuerst nehme ich das Bonbon an mich. Vielen Dank. Ursaring, würdest du bitte hier bleiben, damit ich dich angreifen kann? Okay, er taumelt. Das ist die Gelegenheit. Reißen wir ihn uns unter den Nagel, Leute! Und was machen die ganzen Batteriebies? Die stören! Ah, verdammt, ich will Ursaring besiegen, Leute. Aber ich hänge fest. Meloetta, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Irgendwie kann ich mich kaum bewegen. Was ist los? Hallo, Leute, ich kann mich nicht bewegen. Und ich glaube, nee, Regigigas war es nicht. Vielleicht war es Hypno. Oder Kravums. Auf jeden Fall war nicht ich es, der den Gegner fertig gemacht hat. Besiege. Jetzt konnte ich es nicht lesen, meine Güte. Was? Und Hypno ist erster. Der doofe, pädophile Hypno. Wie kannst du es wagen, mehr Bonis abzukassieren als ich, Meloetta? Das Gesangs-Pokémon. Vipitas, Sengo, Pinsies, Karaborn, Femicula, Femicula, Amoroso, Kabutops, Kabuto, Amoroso.
Und noch viel mehr. Das alles und noch viel mehr. So, Battle Royale im Käfig. Das klingt ja nicht gerade sehr entspannt. Besiege den Boss im Zeitlimit mal wieder. Ihr seht also, das Battle Royale ist in Pokémon Rumble U nicht ganz ausgestorben. Es findet ein zweites statt. Und das kommt dann im nächsten Video. Also, bis dann, Leute. Wir sehen uns. Macht's gut und ciao.